Ja, eine Map war ich euch ja noch schuldig, und zwar Silk Road, und die gibt es jetzt. Tatsächlich ist das jetzt der dritte Versuch mit dieser Map. Silk Road war nämlich die allererste Karte, die ich gespielt habe für die China Rising Let's Plays. Und beim ersten Mal bin ich geragequittet und beim zweiten Mal glaube ich auch. Und ich hoffe, das wird diesmal alles besser. Bei der Gelegenheit... oh, Panzer. Da ist ein Baum dazwischen. Bei der Gelegenheit kann ich auch ein bisschen meinen Senf loswerden, was China Rising als DLC angeht. Was ist denn das hier? Kann nicht sein, dass ich ihn nicht treffe. So, jetzt dann. Aber vielleicht mache ich das lieber gleich. So, jedes Mal, wenn der mich trifft, verzieht's mir den Lauf, und ich krieg den nicht getroffen. Jetzt dann aber. Na, jetzt muss ich mal kurz aufs Schießen konzentrieren. Ja, jetzt bin ich halt wieder alle. Das ist vielleicht blöd, aber Justice nähert sich von hinten. Oh, jetzt geht er natürlich auf meinen Reparierer. Dreht mir damit aber den Hintern zu. Wie blöd das ist, dass halt jetzt das Magazin leer ist. Das kann ich ihm nur zugucken. Ja, jetzt geht das bei ihm. Bei ihm ist es natürlich auch leer. Ja, jetzt sucht er sein C4. Da kommt der Memphis an. Ja, sehr nice. Ja, das ist jetzt so meine... Dem gebe ich jetzt natürlich gerade ein bisschen Deckung. Wow! Ja, mein Problem tatsächlich, um jetzt auch mal einen sinnvollen Satz hoffentlich loszuwerden, dem DLC ist, dass es ja wirklich, wenn man hier kein Fahrzeug hat, dann ist man wirklich aufgeschmissen. Und klar sind... Upsa, Fahrzeuge schon cool, aber ich spiele halt auch mal ganz gerne Infanterie. Wie man ja an dem Tutorial gesehen hat. Und dann halt immer nur Fahrzeuge, finde ich ein bisschen doof auch. Ich finde halt den Wechsel immer so toll an Battlefield. Und hier gibt es halt jetzt gerade keinen Wechsel. Es kann doch nicht sein, dass der mich hier... Versteckt er sich in diesem Haus aus Pappe und trifft mich noch dreimal. Das wird dann jetzt auch mein letztes Let's Play, was ich alleine spiele, beziehungsweise alleine einspreche. Denn ihr seht es schon, ich habe auch wieder die SBS-Jungs, na klar, steigern, die SBS-Jungs bei mir im Slot. Aber, ja, wenn ich halt 3 Stunden stehen lassen bleiben muss, bis der Typ eingestiegen ist, nächstes Mal gehst du zu Fuß. Was war denn das? Ach, das war jetzt der Commander. Der Bomber. Ja, der fliegt da. So, und jetzt ist eigentlich wieder das Problem. Hoffentlich kriege ich ein Fahrzeug, denn wenn nicht, macht diese Map schon gleich keinen Spaß mehr. Oh, 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 oh. Oh, das gibt's doch nicht, ne? Ja, jetzt geht's halt wieder los. Und das ist genau der Punkt, an dem ich letztes Mal auch gesagt habe, wisst ihr was? Das ist mir jetzt doof. Aber ich will diesmal nicht zu früh aufgeben. Denn dann können wir auch China Rising mal gedanklich abhaken. Und ich glaube, dann spiele ich erstmal wieder vorrangig die Vanilla-Maps. Weil irgendwie macht mir nicht so viel Spaß. Und was ich auch merke, was hier irgendwie ganz krass ist, die Scout-Helis mit 2 Ingenieuren an Bord, die kriegt man, also krieg ich, nicht platt. Und das ist jetzt auch noch so ein Ding, ständig stehen halt die Tanks auf irgendwelchen Hügelkuppen rum und ballern da quer über die Map. Ja, jetzt müssen wir eigentlich so von rechts wegen, müsste man den schon längst getroffen haben. Aber jetzt kann ich ja direkt mal demonstrieren, wie weit man mit den Sabot-Dingern schießen kann. Ganz schön weit. Na, der hätte aber jetzt dann nochmal. Boah, was? Einmal davor, einmal dahinter. Na gut, dann halt nicht. So, und irgendwie nervt diese Karte. Nerven viele dieser Karten. Und das finde ich schade. Gut, ich habe jetzt kein Geld dafür ausgegeben. Aber trotzdem. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das ist so die Stimmung in der Community. Irgendwie nerven die Karten.
Jetzt bin ich gerade verwirrt. So, jetzt aber ein paar Kills hier vielleicht. Oh. Heißt das jetzt wohl Tomahawk oder heißt das einfach nur viele Leute? So. Dann sehe ich den nicht da. Ja, hier voll, ein Kill. Zwar nur ein gekillt, trotzdem Multikill. Da war, hing bestimmt noch ein zweiter hinten dran. So. Mal gucken. Zu hoch. Was? Jetzt komm, einen noch. Jawohl. So kann ich stehen lassen. Und wenn er auch stehen lässt, ein Mobility Hit. Und jetzt fährt er auch nicht mehr weg. Ja, steigt aus, steckt wieder ein. Oh nein, da ist einer anders dran! Achso, schon kaputt. Gut. Habt ihr gesehen, was ich für einen schicken Panzer habe? Erstmal Order annehmen. Und da hinten lief doch eben noch einer. Da auf dem Hügel, genau. Ui! Wir haben noch einen Commander, warum vermeldet der sowas nicht? Oh, Entschuldigung, mein Fest. Oh nein, C4, C4! Puh. Oh, fehlt noch ein Auto? Von hinter? Vielleicht ja nur so ein Softlam. So, jetzt mal hier auf die Düne hoch. Wobei, halt. Hier war doch ganz viel los. Wieder ein Panzer. Und die nehmen wir alle her. Ja genau, dreh mir deinen Hintern zu. So, sehr gut. Memphis holt sich hier den Wagen. Denn man muss zusehen, dass man... Boah, das ist ein dickes Loch. Ach, das war mein Panzer. Muss zusehen, dass man immer alle Fahrzeuge, die man haben kann, auch wirklich in Bewegung hält. Gerade bei Maps wie diesen hier, die so riesig groß sind, wo es immer so lange dauert, mal ein Fahrzeug nach vorne zu bringen. Jetzt holen wir aber da oben erstmal das ein. Aber es sieht schon, das muss man dem Spiel... Ah, jetzt kommt hier wieder der Mopedfahrer. Es sieht schon wirklich sehr schön aus. So, jetzt dreht der Mopedfahrer bestimmt eine Runde. Ah, der greift den Marmatan an. Aber der Marmatan ist ja schon groß. Der kann sich da selber helfen. Guck mal, ob man den Bomber mit dem Panzer abschießen kann. Da muss man sich natürlich so bergauf stellen. Hm. Ja, ein. Naja, gut, wenn so ein Panzer ein Flugzeug trifft, dann kriegt er halt auch nur ein Viertel Schaden. Ist ja nur ein Panzer und nur ein Flugzeug. Ah. Hässliches Ding. Und bei irgendwem war, bei Ranzratter habe ich neulich gelesen, der fand die F-35 so schön. Ich finde die Port hässlich. So. So, dann kommt mal aus. Ja, komm. Ja, und du stellst dich da schön noch hin. Ah, den anderen sehe ich immer noch. Ah. Wow, wie viel waren denn das? Ein paar. Schön. Ratzel, ratzel. Also es läuft auf jeden Fall besser als letztes Mal. Das ist auch schon ein bisschen absurd, wenn man sieht, dass Memphis als Fußgänger unterwegs ist und gerade Druck von einem Jet bekommt. Was ist denn das so? Hm? Der sitzt doch hier hinter dem Berg. Den wir eben noch gesehen. Auf der Minimap. Ja, jetzt guckt er sich um. Und jetzt ist er kaputt. Oh, das war schön. Oh. Anfahren am Berg. Immer schwierig. Hinter mir war noch ein Fuß. Fuck. Komm, fahr! Schlecht. Ist frei. Enemy Target ist die Uhr, das habe ich schon gemerkt. Ah. Jetzt stehe ich den mal so schön quer. Kommt auch da von unten keiner rein. Kann dabei so tun, als wäre das alles geplant gewesen. Oh, jetzt kommen hier gleich zwei Panzer. Das ist aber schlecht. Steigt der denn direkt aus? Naja, Schrotte.
Das wäre natürlich auch eine Map, wo man mal die Jets ausprobieren könnte. Aber wie gesagt, mit den Jets komme ich gar nicht klar. Ich probiere es trotzdem mal. Bin ich wenigstens schnell vor und vorbei. Ah, zu schwer. Also eigentlich wäre das doch auch eine Map für Erdkampfflugzeuge. Aber kann man jetzt nichts machen. Vielleicht kann ich wenigstens ein paar Punkte rausholen, indem ich das große, dicke Flugzeug abschieße. So, jetzt geht halt das Gekurbel los. Ich kann mit den Dingern überhaupt nicht drehen. Und er hier aber schon. Ja, so, jetzt geht das hier die ganze Zeit, habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Deshalb. Oh. Oh-oh. Oh-oh. Kann ich nur hoffen, dass die ganzen Panzer jetzt das Feuer auf sich ziehen, während ich so ganz blöd Sniperfeuer auf mich ziehe. Also, hier bleibe ich erstmal liegen. Für die nächsten Jahre. Der Panzer macht mir auch nicht so den vertrauenserweckenden Eindruck, wenn er sich ständig so dreht. Oh. Oder eben. Feindlicher Panzer. Ja, der am Geschütz ist natürlich immer noch da. Ah, ich kann nicht aufstehen. Na gut. Memphis war schon da. Jetzt gucken wir da mal rein. So, wir haben noch einen Commander, oder nicht? Nee, doch nicht. Ach, muss ich jetzt mal hin. Was schreit denn da? Ich weiß gar nicht. Wir sind doch Amerikaner, genau. Hä? Ich dachte doch nicht. Ich höre doch die ganze Zeit einen schreien. Und da lag er auch. Jetzt war's gut. Ah! Hey. Lass mich in Ruhe, Commander. Ich bin jetzt hier an Delta dran. Ich hoffe, das ist... Ja, gut. Oh. Schmeiß, schmeiß, schmeiß. Lad, lad, lad. Warum kriegen wir denn diese blöde Flagge nicht? Oh, langsam Zeit. Oh, jetzt kommen sie alle hier. Über den Acker. Das Ding muss ich auch noch gewöhnen, aber es geht. Jetzt kann man natürlich diese Geschütze sind auch so nutzlos geworden in Battlefield 4. Der Schwenkbereich ist so schmal. Was soll ich denn damit treffen, bitte? Oh, Sniper. Ja, mit dem lege ich mich nicht an auf die Distanz. Der da hinten schießt, ist schon eher nach meinem Geschmack. Au! Was? Ja, genau. Jetzt kommt hier der Froschmann auch noch hinterher. Oh, mit der MP7. Die habe ich auch noch gar nicht, weil ich gar keine Maschinenpistolen schieße. Ich finde Karabiner ja immer besser. Irgendwer fragte, ob ich nicht mal das G36 benutzen könnte. Habe ich, wie ich hier zeige, noch nicht freigespielt. Mache ich das nächste Mal. Aber für das Ding habe ich doch irgendwas Neues. Ein Lichtchen. Und eine schöne Farbe könnte ich eigentlich immer drauf machen. So, panzerfrei, wie gesagt, immer alle Fahrzeuge vorholen, die man so hat. Und jetzt müssen wir auch zusehen, mal wieder ein paar Flaggen zu holen. Bin irritiert, dass nur feindliche Jets in der Luft sind und Memphis am Boden. Was ist da los? Ja, also die Chopper kriegt man, glaube ich, echt nur noch mit einem Panzer One-Hit. Weil die sonst einfach immer alles wegrepariert kriegen. Oh, da oben steht da einer, den ich treffen kann. Na, nicht ganz. Hier jetzt aber. So, einen noch. Ah, jetzt bewegt er sich. Da hinten kommt der Bomber, aber ich will noch den Panzer. Oh, der steht so knapp. Blöde Gewabere, Hitzegewabere. Nein, treffe ich nicht. Und wenn ich jetzt hier noch stehen bleibe, kriege ich gleich vom Bomber auf den Kopf. Was kommt denn da geflogen? Ich mal reflexartig diese Raketenabwehr angemacht.
So, da sind wir jetzt all. Ja. Bamf. Das müsste aber gleich down sein. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Ich fahr mal lieber woanders hin. Vielleicht da rauf? Also es rappelt schon ganz gut. Das Spiel. Muss man mal sagen. So, jetzt haben wir wieder... Obla. Entschuldigung. Jetzt haben wir wieder die Oberhand, was natürlich gut ist. Kann man sich wieder ein bisschen entspannen. Was ist denn, wenn man da hochfährt? Ah. Nein, will ich nicht. Was ist denn? Was ist denn das? Ach, da oben ist es. Komm, vergiss es. Das ist so blöd. Nein, ich will nicht diese... das Ding angreifen. Das ist halt irgendwie auch blöd. Das ging im Dreier leichter, die Leute zu markieren, beziehungsweise dann zu unterscheiden, sollen sie angreifen oder was auch immer. Das ist jetzt ganz oft, wenn ich jemanden markieren will, dass ich dabei das Ziel wechsle aus Versehen. Oh. Gibt denn noch? Oh, da kommt der Levy. Ich will ja eigentlich auch ganz gerne nochmal ein paar Slam-Anwendungsmöglichkeiten zeigen. Jetzt wohl nicht. Kann ich bei der Gelegenheit mal machen. Also das Coole an der Slam, das ist ja so eine Mine, ist, dass man die eben nicht auf den Boden legen muss. Was zur Folge hat, dass man sie auch mal an die Seite irgendwo kleben kann. Denn wenn ich Panzer fahre, gucke ich halt immer vor mir den Boden ab. Und aber an die Wände guckt halt noch keiner. Deshalb ist das Ding ja nicht ganz geil. Warum liegen wir denn punktemäßig immer noch zurück? Verstehe ich nicht. Geben uns doch so viel Mühe. Dann, wenn ihr schon da oben seid, nehmt das doch mal ein. Oi, oi. So, da ist jetzt hier wieder so ein blöder, unsterblicher Hubschrauber. Dem lege ich mich auch gar nicht erst an. Ja. Weiß man auch nie, wie die so fliegen. Ja, gleich noch ein zweiter. Super. Au! Hans, guck in die Luft. Ja, geht einigermaßen. Jet. Ja, bevor ich zu Fuß gehe. Aber das ist schade. Es fragen ja auch viele nach Jet-Tutorials. Ich werde sie nicht erstmal nicht bieten können, weil ich das einfach nicht kann. So, jetzt weiß ich wenigstens bei ihm. Er hat gerade seine Düppel rausgehauen. Aber bis ich halt in seine Reichweite komme... So, ich krieg die nicht gedreht. Ich habe da keine Chance. Und bei der F-35 sehe ich halt auch nie, wo die hinschießt. So, ist er. Jetzt hat er mich wieder schön ausgebremst. Das ist echt... Ich kann es nicht. Ich kann es leider nicht. So, und da haben wir die Slam. Schade, dass ich es nicht zeigen konnte, aber... Ist schon gut. Schon gut, das Ding. Gefällt mir. Mach ich direkt die nächste. Vorne irgendwie hin. Oh. Oh, nur noch ein Hubschrauber. Jawohl. So, der andere war doch da hinten. Ist der schon weg? Ist der vielleicht im Klo? So. Endlich mal einen Griff für dieses schöne Ding. Ich würde den Justice ja gerne reparieren, aber ich habe die Slams dabei und nehme ich halt das hier. So, muss ich aber dann auch gleich mal wieder meine Slams loswerden. Hä? Hey, was ist hier rappelt? Ach, das ist der blöde Jet. Ja, Memphis wäre im Jet jetzt sehr gut aufgehoben. Fliegt er letzter Zeit nicht mehr so viel, weil er manchmal dann auch wirklich unfair ist. Aber in dieser Situation wäre ich dringend dafür, dass er fliegt.
gleich mal hier lang. Trifft man manchmal auch Leute. Und Slams. Ach, die sieht man halt wirklich nicht. Ah, ich glaube, der hat die mir angeklebt, während ich da stand. Das ist nämlich was, das will ich auch gerne mal zeigen. Panzer vorholen. Was ist der? Die funktionieren nämlich so ein bisschen wie Claymores. Die kann man ankleben und sobald à la Speed die Karre beschleunigt, explodieren die. Das ist ganz witzig. Ich hatte eine großartige Szene, wo mir genau das gelungen ist. Ich hatte das so ein Ding gerade verwanzt. Genau in der Sekunde steigt einer ein und fährt los. Ja, und ich hatte da aber gerade die X-Story-Einstellung verändert. Auf so einen, eben diesen H264 Schlag mich tot Codec. Mit der Folge, dass die Performance beim Aufnehmen total in den Sack gegangen ist. Und nicht nur beim Spielen, sondern auch in der Aufnahme. Es war nicht anguckbar und nicht nutzbar. Konnte ich alles wegschmeißen. Deshalb bin ich jetzt wieder auf den Lagerlind Lossless Codec zurückgegangen, oder wie der heißt. Kurz mal abschießen. Gut, ist dann halt alles, sind halt Riesendateien, aber fuck it. Aber eine riesen Festplatte. Mir ist ja alles ein bisschen größer. So, hier war ich ja überhaupt noch nie während dieses Matches. Hier stehen bestimmt über die Slams. Hallo, und der Panzer. Ja, ja, schießt ihr erstmal vorbei. Ich wollte gerade sagen, das ist so genau der Moment, wo dann einer angerannt kommt. Ja, oder so. Komm, hier, gebe ich dir mit. Ja, ich hatte gehofft, dass mir einer den Panzer klauen will. Oh, jetzt muss ich mal ein bisschen in Deckung gehen hier. Die werden natürlich alle sofort hier spawnen. Jetzt will ich mich auch gleich hier verstecken. Ja, ich höre schon einen Panzer kommen. Lass mich in Ruhe mit deinem Order. Na gut. Gut, er heilt sich selbst. Oh! Oh nein! Ah. Weiß gar nicht, wer hat denn da jetzt gerade wen gemessert? Schaffst du es? Oder ist er tot? Ja, ist wahrscheinlich tot. Schade! Gut, keine Fahrzeuge zum Vorholen. Aber Delta ist gerade Rumble. Komm ich da raus? Ah, ich hab vergessen, einen Griff drauf zu machen. Egal. Oh. Oh, ja. Hier kriegst du direkt noch einen. Minigranaten. Beste. Das geht ganz das Haus kaputt. Was ist denn hier los? Ach, auf dem Dach oben. Der ist ja krass. Ja, schade. Ich hätte hier gerne einen. Ah, geil, macht das gut. Wer ist das? Crazy Crime Boss. Macht es genau richtig mit den Befehlen. Er gibt mir immer Befehle da, wo ich eh schon bin. Habe ich ja auch eben Commander Tutorial gesagt, so macht man das. Jetzt schickt er mich natürlich woanders hin. Das ist halt immer so. Oh. So, sie sind doch immer noch hier drin. Oder hat der Panzer die gerade alle platt gemacht? Ja, das hast du dir so gedacht. So, jetzt ist aber wieder Frieden. Der fällt auf. Treib's nicht. Ja, ich verteidige hier immer noch ein bisschen. Also, wenn man sich ganz schnell umbringen will, sind diese Mopeds die beste Möglichkeit dafür. Aber der Eingang ist natürlich der ideale Platz für ein paar Slams. Wenn es eigentlich zu offensichtlich ist. Seht, vorhin hatte ich die Sachen hier hingeklebt, deshalb sind die Wände auch kaputt. Ich muss gerade mal noch ein bisschen in Deckung gehen, bis der Heli da weg ist. Der macht mir nämlich Angst. Werde ich es wohl schaffen, einmal in einer Aufnahme
Naja, dann halt der. Den Heli mit der Panzerfaust abzuschießen. Der ist auch schon down. Probier das jetzt nochmal mit den Slams. Da schreit doch irgendwer auf Nicht-Englisch. Ja, vielleicht verteilen. So, dann leg ich die hier so ein bisschen so rein. Und kann mir hier vorne direkt wieder Munition holen. Ja, das macht mir Spaß. So, und jetzt haben wir nämlich auch. Jetzt kann ich mal wieder auf die Map gucken. Jetzt haben wir auch mal wieder das Ding gedreht. Macht mir Spaß. Wie steht's denn? Bravo, könnten Sie mal verteidigen? Dankeschön. Ah, bei der Gelegenheit kann ich mal hier kurz. Ach nee. Ah! Ich dachte, man kann vielleicht auch das Waffensetup ändern, aber man kann nur die Klasse ändern. Gracer ist auch immer mit dabei. Genauso wie, wie heißt der? Patiola. Es wäre lustig gewesen, wenn er das jetzt gewesen wäre. Aber war er nicht. So, aber ich habe jetzt eine Taktik gegen die Hubschrauber gefunden. Und zwar lässt sie einfach in Ruhe und dann lassen die einen auch in Ruhe. Draußen ist einer. Bleiben wir doch mal hier drin. Ich kannte die Map. Ich hab sie ja auf dem Preview-Event gespielt. Da haben wir, also auf der Xbox One, da haben wir auch die Ecke hier, also die Map auch gespielt, aber nur, sag schnell, Team Deathmatch. Ich bin da schon drin. Und das war dann nur dieser Innenbereich. Und das war schon. Ja, Team Deathmatch spiele ich halt sowieso nicht gern. Ja, bewegliches Ziel, das trifft man damit nie. Aber der vielleicht. Ah, der fährt auch. Ah, jetzt muss ich erstmal wieder nachladen. Bleib mal stehen, Typ. Ja, dann bleib du stehen. Cool. Reichen drei? Bestimmt. Da unten irgendwas? Sehe nichts. Nein, da! Jetzt ist er sich weg, jetzt kann ich nicht mehr. Na egal. Kommt er auch schon. Ich hätte nichts dagegen, wenn er hinten durch die Tür fährt. Ich brauche nämlich immer noch. Ist meine Slimes noch da? Ja. Brauche immer noch eine Szene. Oh, jetzt hat er sie kaputt gemacht. Los. Jetzt probieren wir es mal. Ja, hier, nimm mit! Naja, nicht ganz so, wie ich es geplant hatte, aber auch schön. Drüben rennt einer rum. Hätte gerne auch eine Drone. Au! 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 Ich wollte doch einen Scan haben. Da hinten, da kommt er gerannt. Der schafft's. Der schafft's. Er hat schon den Defi draußen. Jawohl! Oh, ganz knapp. Patollei. So, da steht er im Chat. Der ist auch oft dabei. Ich weiß gar nicht, die sind nicht in meiner Friendlist und trotzdem sind die immer wieder da. Ist der schon kaputt? Jetzt versuche ich mal, kriege ich da wenigstens noch Reste? Nee, schade. Kann ich wenigstens. Ah. Hier, komm, du bist doch bestimmt alle. Zap. Jawohl, ich hab einen Kill. Mit dem Chat. Ich wär verrückt. Und jetzt aber direkt wieder. Ich bin wahrscheinlich schon direkt in der Todeszone der Flak. Gucken, ob ich den krieg. Wahrscheinlich nicht. Ach, um Gottes Willen. Mit dem Gesicht in den Sand. Ich sag ja, aber Hauptsache das Flugzeug ist davon gekommen. Da hinten parkt. Naja. Jets. Und ich? Nee. Vielleicht auf die letzten Metern mal noch snipern, weil das kann ja noch am allerwenigsten. Ich dachte, ich hätte was Neues freigeschaltet, aber ich glaube, danach ist der Server abgekackt. Oh, da kommt schon die spannende Musik. Nee, dann doch lieber. Dann doch lieber. Hier. Komm, setz. Ist hier schon alles befriedet?
werde noch einen Befehl mitnehmen, damit der Commander auch immer noch ein paar Punkte kriegt. Das ist ja schwer genug. Ja, schön. Jetzt bin ich doch ein wenig... Ja, hätte ich gerne noch mitgenommen, den Befehl. Bin ich doch ein bisschen erleichtert, dass das funktioniert hat. Ja, also China Rising. Eine durchwachsene Geschichte. Wenn ich Fahrzeuge und Engineer spielen will, ist das bestimmt das Ding. Aber so, um mal ein bisschen durchzuwechseln. Also Engineer spielt hier kaum... Medic spielt hier kaum wer, habe ich das Gefühl. Und da ist mir einfach nicht genug Abwechslung drin. Ich finde es auch ein bisschen schwierig. Die Map Altai Range zum Beispiel ist so groß, die macht eigentlich mit 48, 64 Mann erst Sinn. Sage ich jetzt mal so daher. Und aber es gibt wenig Server, die da richtig durchrotieren, weil dann für andere Maps ist 64 wieder viel zu viel. Ein schwieriges Ding. Aber da reden wir vielleicht wann anders noch drüber. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Nächste Mal dann wieder mit dem Suicide Buggy Squad im Team Speed. Ich wisst, was ich meine.